Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. Heute geht es um Drehsymmetrie und wir steigen ein bisschen tiefer in die Materie ein und schauen uns die Eigenschaften von so einer Drehung an. Als erstes prüfen wir mal nach, ob es sich hier tatsächlich um eine Drehung des Dreiecks ABC um den Winkel Phi gleich 70 Grad um das Symmetriezentrum Z handelt. Wir gucken erstmal, ob Phi tatsächlich 70 Grad sind und das sind tatsächlich, ihr seht es, verläuft genau hier durch 70 Grad. Könnte ja Zufall sein bei A und A'. Gucken wir mal bei B und B' legen wir hier an und ihr seht ganz dünn hier der Strahl von Z durch B geht auch hier durch die 70 Grad durch und nochmal zur Vollständigkeit auch bei C und C' ist das so. Dass die Punkte auf den Strahlen gleich weit entfernt sind, könnt ihr sehen an den Kreisausschnitten. Ich habe eingestochen in das Symmetriezentrum Z und wenn ich einen Kreisausschnitt durch A zeichne, dann läuft er durch A' durch. Mache ich das mit B, dann läuft er durch B' durch und mache ich das durch C, dann läuft er durch C' durch. Wir wissen also, es ist tatsächlich eine Drehung um 70 Grad um Z. Und jetzt gucken wir uns ganz analog zu den Eigenschaften der Achsenspiegelung oder zu den Eigenschaften der Punktspiegelung die drei Punkte an. Nämlich erstens, sind die Längen erhaltend, sind die Winkel erhaltend und sind die Drehrichtungen gleich? Als erstes messen wir die drei Strecken und ihre Symmetriepartner. Die Strecke A ist 4,6 cm lang und die Strecke A' ist ebenfalls 4,6 cm lang. Die Strecke B ist 6,3 cm lang und ihr Symmetriepartner, die Strecke B' ist ebenfalls 6,3 cm lang. Die Strecke C ist 5,2, 5,3 ziemlich genau dazwischen lang und die Strecke C' genauso ist zwischen 5,2 und 5,3 cm lang. Heißt also, wir können festhalten als erste Eigenschaft der Drehung, sie ist längenerhaltend, das heißt, der Abstand zwischen zwei Punkten, die Verbindungsstrecke, ist sowohl im Urbild als auch im Bild gleich lang. Als zweite Eigenschaft überprüfen wir die Größe der Winkel und dazu messen wir Alpha, Beta und Gamma und den jeweiligen Symmetriepartner. Alpha ist 45 Grad groß und ebenfalls Alpha' ist ebenfalls 45 Grad groß. Messen wir Beta, am besten legen wir das Dreieck so an und ihr könnt schon erkennen, ja, das sind 73 Grad. Und auch Beta' wird genau 73 Grad haben. Messen wir noch Gamma. Ich glaube, dieser müsste dann 62 Grad haben, damit genau die 180 Grad im Dreieck voll werden. Und ihr seht es, ein spitzer Winkel 62 Grad. Und auch Gamma' legen wir es hier nochmal an, sind genau 62 Grad. Wir können also festhalten, die Eigenschaft der Drehung als zweites. Sie ist winkelerhaltend, das heißt, ein Winkel und sein Symmetriepartner sind gleich groß. Als drittes und letztes gucken wir uns noch an, die Lehrkraft legt immer großen Wert darauf, dass ihr ein Vieleck entgegen des Uhrzeigersinns mit Großbuchstaben benennt, A, B, C. Ihr seht es, beim Urbild ist das der Fall und auch beim Bild ist das der Fall, denn es ist A', B', C' in dieser Richtung.
Also nochmal die drei Eigenschaften der Drehung zusammengefasst. Als erstes, sie ist längenerhalten, das heißt eine Strecke und ihr Symmetriepartner sind gleich lang. Zweitens, ein Winkel und sein Symmetriepartner sind gleich groß, das heißt die Drehung ist winkelerhaltend. Und als drittes, sie behält den Drehsinn gleich, nämlich ein Urbild, das gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist, ist auch in der Abbildung gegen den Uhrzeigersinn benannt. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.